Hallo und herzlich willkommen zu diesem BLC-Video. Heute geht es um MemoQ, und zwar um die neue Version von MemoQ 2014 R2, die letztes Jahr auf den Markt gebracht wurde. Was sofort ins Auge fällt bei MemoQ 2014 R2 ist die neue Benutzeroberfläche. Wir haben nun einen Ribbon mit verschiedenen Reitern und sinnvoll zusammengruppierten Befehlen und Funktionen, damit wir uns leichter in MemoQ zurechtfinden können. Je nachdem, in welcher Funktionsleiste wir gerade sind, kommt dann ein neuer Reiter mit neuen Funktionen und Modulen hinzu. Wir haben auch einen Projektreiter, der der Übersicht auf Office-Programmen sehr ähnelt. Das heißt, Office-Programm-User werden sich schnell in MemoQ zurechtfinden können. Über diese beiden Buttons kommen wir schnell zu den Optionen, wo man Segmentierungsregeln und so etwas festlegen kann, oder auch zu der Ressourcenkonsole, über die wir dann zu der Term-Datenbank kommen oder dem TM-Editor. Auch in diesen beiden haben wir neue Leisten und Programme und Funktionen, die wir schnell und einfach nutzen können. Der TM-Editor wurde auch funktionell erweitert. Wir sehen nun die Metadaten direkt unterhalb des Segmentes. Jedes Segment kann schnell und einfach editiert werden über entsprechende Buttons und Icons. Und die Metadaten können auch von mehreren Segmenten auf einmal verändert werden. Dazu müssen wir einfach nur mehrere Segmente markieren und in den Metadaten auf der rechten Seite ein Feld, zum Beispiel Projekt, befüllen, dann auf die Schaltfläche Metadaten ersetzen, drücken und schon haben wir diese Information in allen markierten Segmenten enthalten. Dadurch lassen sich mehrere Segmente sehr viel einfacher und intuitiver bearbeiten. Aber natürlich haben wir auch ein paar Neuerungen im Übersetzungseditor selbst. Auch hier haben wir natürlich den Ribbon mit verschiedenen Funktionen, die in Reitern angeordnet sind und mit sinnvollen Icons versehen wurden, sodass wir auch visuell schnell das finden, was wir brauchen. Aber auch hier wurden Funktionen hinzugefügt, zum Beispiel bei den Abkürzungen. In diesem Segment haben wir eine Abkürzung und nach dieser wird segmentiert. Wir können hier aber schnell über den Button Abkürzung hinzufügen, diese neue Abkürzung in unsere Ressourcen hinzufügen und dann einfach nur entscheiden, ist es eine Abkürzung oder ein Eigenname oder ein Wort vor einer Zahl. Und MemoQ wird automatisch das gesamte Dokument oder auch das ganze Projekt neu segmentieren, sodass wir nicht das Dokument neu importieren müssen, was aufwendig und zeitaufwendig wäre, sondern wir können es einfach direkt im Übersetzungsfluss selbst integrieren. Dadurch müssen wir unseren Übersetzungsprozess gar nicht stoppen, sondern können nahtlos weitermachen. Aber das sind natürlich nicht alle neuen Features dieser neuen Version. Ein paar mehr könnt ihr auf unserem Blog lesen oder natürlich auf der Killway Homepage selbst. Wenn ihr noch Fragen habt zu MemoQ 2014 R2 oder zu MemoQ oder zu anderen Themen und Fragen, die den Übersetzungsprozess betreffen, stehen wir euch gern jederzeit in Rat und Tat zur Seite.